Hallo liebe Leute, heute habe ich wieder Monika Donner zu Gast und jetzt stellen sich manche die Frage, warum lade ich ausgerechnet Monika Donner ein? Monika Donner ist Geostrategin, hat, glaube ich, 32 Jahre war sie beim österreichischen Bundesheer, hat im Verteidigungsministerium gearbeitet und noch ein kurzes Wort zu diesem Frau-Mann-Thema. Das ist in Deutschland sehr negativ aufgeladen. Und meiner Meinung nach leben und leben lassen. Und vor allen Dingen bei Monika ist es so, sie hat keinerlei Vorteile davon gehabt. Und es ist zu einer Zeit gewesen, vor 20 Jahren oder irgendwann zu der Zeit, hat sie das durchgesetzt. Da war es kein Modethema. Und sie hat da, ja, also wie gesagt, aus meiner Sicht, man sollte auf den Inhalt gucken. Was hat derjenige zu sagen? Monika hat also ein extremes Hintergrundwissen, hat auch ganz viele wichtige Bücher geschrieben. Als ich noch von nichts eine Ahnung hatte, hat sie schon alles ja, festgehalten in Büchern und ja, freue mich sehr, dass Monika uns jetzt was erklären kann zu der Palästina-Israel-Thematik. Und was mir da aufgefallen ist, mit der Mauer, wie kam es dazu, dass die Leute da durch diese Mauer durchgehen konnten und dass 5 Stunden lang nichts passiert ist? Also ich hatte das ja auch schon besprochen und aber Monika weiß das alles noch viel besser. Und deswegen, ja, Monika, vielleicht willst du dich nochmal vorstellen, was ich jetzt alles vergessen habe, und dann können wir auf dieses Thema direkt eingehen. Gerne, lieber Johannes. Mal danke für die Einladung. Hallo, liebe Zuseher. Ja, das Frau-Mann-Thema ist für mich keins mehr. Mein Personenstand ist weiblich. Ich bin als Junge zur Welt gekommen. Und wen das stört, der kann meinen Schuh aufblasen. Nur meine High Heels haben leider kein Ventil. Ja. Zur Information, ich bin auch ohne High Heels 1,91 groß, drücke um die 180 Kilo auf der Bank. Also ich bin auch Kraftsportlerin. Ich weiß nicht, und mit meinem militärischen Background, ich habe die Ausbildung zum Jagdkampfoffizier. Das ist sowas wie Guerillataktik in Uniform. Also wer glaubt, sich mit mir anlegen zu müssen, soll es bitte versuchen. Ja? Ich finde das alles kindisch. Mich interessieren diese Rollenbilder Mann, Frau eigentlich überhaupt nicht mehr. Es geht hier um Sachverhalte, es geht um Menschenwürde und jetzt geht es gerade um einen Krieg. Und wenn es um einen Krieg geht, denke ich, bin ich genau die Richtige, um bei dir zu sitzen. Ich war lang genug aktiver Offizier des Bundesheers und dann, wie du schon erwähnt hast, Ministerialrätin im österreichischen Bundesheer und auch als Juristin dort. Ja. Das heißt, ich weiß, was ich sage. Ich lege mich schon seit langer Zeit mit dem sogenannten System an und zwar erfolgreich, ohne weggesperrt worden zu sein, weil das, was ich sage, eben Hand und Fuß hat. Und wenn die Leute jetzt einmal richtig den Kopf einschalten würden, könnten sie erkennen, dass gerade Menschen wie ich, nicht nur ich, sondern auch andere, die Avantgarde, die Speerspitze für eine freiere, liberalere, auch ordentlichere Welt sein könnten, wenn sie es richtig erkennen. Nur so weder die Linken, LGBTQ und so weiter, noch die sogenannten Rechten, sondern auch lauter Obzi-Bilder, erkennen das. Es geht darum, dass wir endlich einmal hinschauen, mit wem konkret vor uns haben wir es zu tun. Und ich denke, das ist jetzt die richtige Überleitung, dass wir uns auch bei Israel anschauen, womit haben wir es hier zu tun? Was ist am 7. Oktober konkret vor Ort passiert? Nämlich eine verdeckte, atypische Operation, also atypische, verdeckte Operation. Und was ist im Vorfeld passiert? Das ist noch viel wichtiger, dass wir uns das kurz anschauen. Dann schieß los. Okay, also ja, am 7. Oktober hat Hamas einen Angriff gemacht, der wie eh medial rauf und runter gespielt, korrekt bezeichnet, menschenverachtend, menschenunwürdig und eine Katastrophe ist. Keine Frage. Mindestens so viel Katastrophe ist aber, was vorher passiert ist, jahrzehntelang, nämlich 56 Jahre Apartheid, ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit, laut internationaler Strafgerichtsbarkeit, gegenüber den Palästinensern, und zwar ausgehend von der israelischen Regierung. Das ist nachgewiesen von Amnesty International, von Human Rights Watch und vom zuletzt ausgeschiedenen UNHCR-Leiter Greg Mokaiba. Der Kannst du ganz ganz kurz, kannst du ganz Ja. kurz erklären, was Apartheid bedeutet? Apartheid bedeutet, dass sich ein Volk oder eine Rasse, wie auch immer, eine Volksgemeinschaft gegenüber einer anderen überlegen fühlt, so wie das die Nazis im Dritten Reich gemacht haben, gegenüber Juden insbesondere, ja. So machen sie Israelis gegenüber Palästinensern. Das heißt, hier wird weitergegeben, was man selbst erduldet hat. Oder nicht die jetzt, die es jetzt machen in Israel, sondern ihre Vorfahren. Das ist ja deswegen nicht besser. Ich glaube, es ist auch Ja. ganz wichtig, dass man unterscheidet zwischen Israel, israelischer Bevölkerung und israelischer Regierung. Also das muss man Ja, ganz auseinanderhalten, wie auch die Opfer, die jetzt gestorben sind durch den Hamas-Angriff und die Regierung. Dass das also nicht, man neigt dazu, immer das zu vermischen, weil der Mensch immer vereinfachen will, um sich Übersicht zu verschaffen.
Dann wird alles subsumiert unter Israel. Das sind dann die israelischen Opfer, das ist die israelische Regierung. Aber das ist eben nicht das Gleiche, weil die israelische Regierung und die Opfer, die haben ja, das sind ja komplett verschiedene Menschen mit verschiedenen Interessen. Und faktisch ist es ja so, dass die israelische Regierung das Ziel hatte, jetzt den Gazastreifen anzugreifen, auch schon vorher. Und dass die Opfer, dadurch, dass sie gestorben sind durch den Hamas-Angriff, das ja erleichtert wurde. Das ist einfach ein Fakt, den man einfach mal festhalten muss. Oder auch, dass 500.000 Leute, ich weiß nicht, wie viele, eine halbe Million, haben demonstriert. Das lenkt es natürlich auch schön davon ab. Und das sind jetzt an sich, ist es ist noch kein Beweis, aber das einfach zeigt einfach, dass eine gewisse Interessenslage einfach faktisch war. Genau. Zur Apartheid noch. Ein Wesen der Apartheid ist, dass man sich nicht nur überlegen fühlt, sondern diese Überlegenheit auch technisch unterstützt, in der Regel ausübt und ein anderes Volk permanent unterdrückt. Und es findet auch schon ein Genozid statt. Aus juristischer Sicht ist es eindeutig Völkermord, was die israelische Regierung mit ihren Streitkräften gegenüber der Bevölkerung im Gazastreifen macht. Da braucht man nicht lang diskutieren. Ja? Und zu den Verdachtsmomenten im Vorfeld gehört nicht nur die Apartheid, sondern auch jahrzehntelanger Landraub gegenüber den Palästinensern. Ja? Die wurden auch im Gazastreifen, du hast von der Mauer gesprochen, in ein KZ gesperrt, in ein Konzentrationslager. Professor Dr. Norman Finkelstein hat das ganz offen ausgesprochen. The Gaza is the world largest concentration camp. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ein Jude stellt das fest. Und wenn man dann drinnen schaut, ist es genauso. Alle 200 Meter ein Wachturm mit digital bzw. künstlicher Intelligenz gesteuerten Waffensystemen vom Maschinengewehr bis zur Maschinenkanone, wo ehemalige Grenzsoldaten, die dort gearbeitet haben, genug schon Videos ins Netz gestellt haben und gesagt haben, da kann nicht mal eine Kakerlake hochkriechen auf der Gaza-Seite, also auf der palästinensischen Seite, auf der Araber-Seite, ohne dass sofort auf der israelischen Seite 20 Jeeps binnen 10 Minuten auffahren. Ja? Und da will man uns jetzt erklären, dass durch diese sicherste Wand der Welt 15 Durchbrüche stattgefunden haben, ohne dass das A registriert worden ist und dass 7 Stunden lang keine Eingriffskraft vor Ort war. Das ist Hollywood-reif, also Hollywood-Blödsinn-reif, beziehungsweise Märchenreif. Das ist ein absoluter Schwachsinn. Und was noch ein Verdachtsmoment im Vorfeld war, was schon etliche Leute ausgesagt haben, auch ein deutscher Arzt im deutschen Mainstream-Fernsehen, bitte, hat gesagt, dass sogar in den israelischen Zeitungen, also von nicht nur Haaretz, also die Linken, sondern bis zur Jerusalem Post gestanden ist, dass einige Zeit, also bis zu einer Woche vor dem 7. Oktober, die Hamas genau diese Durchbrüche auf der anderen Seite geübt hat. Also Manöver drüber abgehalten hat. Also wenn es in der Zeitung steht, wusste es spätestens dann auch der Mossad. Und damit ist klar, dass diese Sache am 7. Oktober von der Hamas durchgeführt wurde, also auf keinen Fall eine typische verdeckte Operation, sondern eine atypische. Das bedeutet, die israelische Regierung hatte Wissen und hat es zugelassen, weil sie verschiedene Gründe hat, um die Gegenkriegsführung zu führen. Das ist nichts anderes als eine atypische verdeckte Operation. Man lässt den Feind gewähren, man begünstigt, man unterstützt, dass das Vordringen überhaupt stattfindet, um dann mit noch größerer Härte zurückzuschlagen. Jetzt sagen ja die Kritiker, ja, das war halt großes Pech. Da sind halt die mit den Paraglidern über die Mauer geflogen. Das war einfach zu überraschend. Und mit den Baggern, die Mauer, ja, die haben das halt geplant. Und die Paraglider, die haben das halt alles vorbereitet. Ich Ja, glaube, die das muss sollen. man jetzt noch mal festhalten, dass diese Mauer, die wurde ja erst noch nicht so lange fertiggestellt, ist 270 Millionen Euro teuer, hat also 40 Meter tiefe Mauern, hat überall Radaranlagen. Und ja, ich weiß nicht, also du hast es ja schon gesagt, also für mich ist es nicht vorstellbar, dass also dann 7 Stunden lang, wenn ein Angriff passiert, dass man diese Paraglider, die sind ja total langsam. Und die erkennt man ja schon, wenn sie ganz weit weg sind noch von der Mauer, erkennt man ja schon, dass da irgendwas angeflogen kommt. Und dann, ja, wie die darüber fliegen können, ohne dass was passiert ist, also für mich ist es nicht erklärbar. Also dass da, also wo es ja auch diese Videos gibt, die, glaube ich, du bei Thorsten gezeigt hast, muss man auch ganz nochmal erwähnen. Du hast eine ganz großartige Videoreihe gemacht mit Thorsten von Zensur Nein Danke, die ich mir auch angeguckt habe. Da habt ihr ja auch ganz viel Originalmaterial eingeblendet von Zeugenaussagen von Soldaten, die dann erzählt haben, dass wenn sich jetzt eine Ziege in die Nähe der Mauer verirren würde, dass es dann einen Großeinsatz sofort auslösen würde. Es Und also. weil der Streifen auf der Gaza-Seite, also nicht auf der israelischen Seite, sondern auf der Gaza-Seite von 300 Metern nicht überschritten werden darf, es sei denn die ersten 100 von Bauern. Das heißt, von Meter 100 bis 300
an die Mauer ran, ja, also bis 100 Meter an die Mauer ran, da darf überhaupt niemand sein. Das ist Niemandsland. Und deswegen steht die Mauer, deswegen sind die Überwachungstürme da. Und da sagen ehemalige, ich habe es vorhin erwähnt, ehemalige Soldaten, die dort gedient haben, insbesondere Frauen, ja, die haben ja 2 Jahre Wehrdienst in Israel, Frauen, und Männer 2,5 Jahre. Das ist eine Zeit, die kennen sich dann aus, die sind auch in mehreren Bereichen geschult. Das ist keine Kadavergehorsam, keine Ahnung, Soldatensache, sondern hier geht es tatsächlich um mehrere Funktionen und praktisch als Miliz. Israel hat keine Armee, Israel ist eine Armee, so wie das die Schweizer auch von sich sagen, vom Milizsystem her. Ja. Das heißt, und da wird viel in die Ausbildung investiert und da sagen Grenzsoldaten vor Ort, das ist unmöglich, was die Öffentlichkeit behauptet, beziehungsweise was in der Öffentlichkeit postuliert, propagiert wird, nämlich dass 15 nicht nur Überflüge, sondern auch Durchbrüche durch die Mauer, durch die Tore absolut unmöglich ist, dass das A nicht registriert worden ist und B, dass nicht binnen 7 Stunden Eingriffskräfte vor Ort waren. Wie gesagt, das ist Hollywood-reif, nämlich im negativen Sinn, und es ist auch märchenreif. Das ist absoluter Schwachsinn, was da erzählt wird. Und wenn ein Traumtänzer sagt, ja, das ist geplant worden mit den Traktoren, ja, träumt's weiter, liebe Leute. Ja, es sind die Soldaten vor Ort, die hier Dienst an der Mauer getan haben, Monate oder sogar Jahre lang, die das richtig aussagen, dass wenn der Alarm schon nicht ausgelöst wurde, ja, dann muss doch klar sein, dass spätestens wenn die Raketen fliegen, nämlich 5000 an der Zahl, dass man in Richtung des Raketenabschusses, nämlich Gaza, Truppen schicken muss, nämlich um den Raketenangriff dort zu stoppen oder weil man weiß, Feuer und Bewegung, ein Jahrhunderte, Jahrtausende altes militärisches Prinzip, man macht Feuer als Schutz, um die Bodenbewegung durchzuführen, also zuerst Pfeil und Bogen, dann eben Panzerartillerie, Raketen und so weiter, die unter Feuer Unterstützung gibt, um am Boden die Truppen zu schicken, dann ist doch klar, wenn aus dem Gazastreifen tausende Raketen kommen, dass hier eine Bodenbewegung stattfindet. Das hat es ja vorher schon gegeben. Also hätten spätestens nach 10 Minuten der ersten Raketen rund um Gaza die israelischen Kräfte auffahren müssen. Genau das ist nicht passiert. Also selbst wenn es keinen Alarm gegeben hätte, weil ein Cyberangriff stattgefunden hat, weil das so gefinkelt vorbereitet war, dann hätte spätestens nach der ersten Raketen einen Alarm geben müssen, dass die Kräfte den Gazastreifen auf der israelischen Seite sichern, dass hier Eingreifkräfte, High Readiness Troops, die es ja überall gibt, vorhanden sind. Und von Tel Aviv fährt ein Merkava, das ist der zweitbeste zumindest Kampfpanzer der Welt. Der fährt, glaube ich, mit circa 90 km/h durchs Gelände. Also ist man von Tel Aviv im Zentrum der Mauer, die ja ungefähr 60 Kilometer lang ist, in circa 1,5 Stunden. Also sind diese 7 Stunden Nicht-Einschreiten von israelischen Kräften absolut undenkbar. Also so undenkbar, dass es nicht zugelassen wurde. Und das sagen Offiziere der IDF, der Israeli Defense Forces, das sagen einfache Soldaten, das sagen ehemalige Geheimdienstleute und ein Rabbi hat es rausposaunt in einem Video. Der Thorsten und ich haben das im ersten Teil, glaube ich, schon gezeigt. Er hat gesagt, it has to be an inside job. Und das sagt nicht er als Verschwörungstheoretiker, sondern weil er mit Mossad-Leuten gesprochen hat, die ihm genau das gesagt haben. Also es kann kein Zweifel bestehen, dass hier eine atypische verdeckte Operation vorliegt, wo die israelische Regierung im Wissen des heranstehenden Angriffes diesen zugelassen hat, um mit ihrem bereits vorbereiteten Gegenangriff genau den Schaden anzurichten, den sie jetzt anrichten. Absichtlich. Was ich mich auch frage, ist, was aus diesen Hamas-Kämpfern geworden ist. Ob da überhaupt jemand erwischt worden ist. Weil an sich ist es ja ein sicheres Selbstmordkommando. Wenn man jetzt da an diese Mauer rangeht, man muss ja eigentlich damit rechnen, dass da sofort die Armee kommt, dass man beschossen wird, dass man mit Raketen angegriffen wird, oder auch wenn man dann im Inland ist, dann ist ja eigentlich ein totales Selbstmordkommando. Also wenn man jetzt überlegt, die müssten ja eigentlich sofort wie ein Schwarm sich auf diese Leute stürzen. Oder auch wenn sie dann, wie beschrieben, diese Massaker begehen, ja, die eigentlich militärisch gar nichts bringen, außer zu provozieren, dann, wenn dann irgendwelche, die müssten ja eigentlich sofort rechnen, dass da sofort irgendwelche Raketen kommen, dass sie das hier erschossen werden. Also wer macht denn sowas? Also das ist ja eigentlich ein Selbstmordkommando, sowas zu machen. Und diese ganzen Leute müssen ja eigentlich, wenn sie jetzt nicht irgendwie, aus meiner Sicht, wer macht denn sowas, wenn er nicht weiß, dass er eine Chance hat, da lebend rauszukommen? Muss überlegen, nur zu provozieren und dann zu 90% zu sterben, wer macht denn sowas? Das ist für mich auch eine große Frage, wie das jetzt ausgegangen ist. Also ich habe auch nichts mehr gehört, was jetzt aus diesen Hamas-Kämpfern, eigentlich müsste jetzt noch die Frage kommen, die haben jetzt dieses schlimme Verbrechen begangen,
Was ist aus denen geworden? Sind die gefasst worden? Ich kann mich nicht erinnern, dass es von den Medien überhaupt noch aufgegriffen wurde. Ja, gar nichts. Aber was die Medien bringen und damit im Westen ist eindeutig bekannt, was die Medien bringen hier. Ja? Also das bringen ja NTV und ZDF und ORF und alle möglichen. Wir haben mit Stand vom 22. Oktober mehr als 14.000 tote Palästinenser. Ich habe bereits am 12. Oktober im ersten Video mit dem Thorsten, also am 12. Oktober haben wir es rausgegeben, gesagt, die ursprünglich von den israelischen Streitkräften sozusagen gebilligte Zahl, Tötungszahl von 1 zu 3 bis 1 zu 5, habe ich gesagt, wird mit einer Sicherheitsgrenze in der Wahrscheinlichkeit weit überschritten werden. Wir sind jetzt bei über 1 zu 10. Denn offiziell haben wir 12.000 israelische Opfer am 7.10. und bisher ist diese Zahl gleich geblieben. Zuerst hat es ja geheißen 13.000 oder sogar 16.000, es ist 12.000 eingefroren. Klar kommt dann nicht mehr, weil ja die Israelis hauptsächlich bombardieren, also Flächenbombardement und auch mit, du weißt, mit Phosphorbomben illegalerweise, ja, es ist alles schon bildlich dokumentiert, und mit Raketenbeschuss und dann erst die Bodentruppen reinschicken, also mit einem Gefechtsvermögen, Kampf der verbundenen Waffen, wie es auf der Hamas-Seite gar nicht möglich ist. Also das hält die eigene Opferzahl der Israelis in dem Fall Gott sei Dank niedrig, aber bewirkt bei den Zivilisten, weil es sind 14.000 Zivilisten Tote, ja, hauptsächlich. Und davon im Gaza mehr als 5.300 Kinder mit Stand von gestern, laut UNO, UNICEF. Und plus dazu noch mehr als 1200 vermisste Kinder, die wahrscheinlich unter den Trümmern liegen und eh schon tot sind. Ja? Das heißt, wir haben ziemlich sicher eine Zahl von ungefähr 6500 Kindern. Das ist ein Vielfaches. Das ist mehr als das Fünffache von dem, was in Israel hauptsächlich an Erwachsenen gestorben ist. Und dann kommen nur Frauenunschuldige dazu, ungefähr 4.000, 5.000 und ein paar tausend Männer, von denen garantiert nicht einmal die Hälfte Hamas-Leute sind. Also es ist ein Genozid, der hier betrieben wird, und das ist aus juristischer Sicht zu beurteilen. Völkermord ist gemäß der Konvention, die Gott sei Dank nach dem Zweiten Weltkrieg eben wegen des Holocaust abgeschlossen wurde. Und da ist Völkermord ganz klar definiert als abstraktes Gefährdungsdelikt. Das heißt, der Völkermord, der geplante, und der Vorsatz ist hier klar auf der israelischen Seite. Das hat sowohl der Netanjahu gesagt, wir werden was machen, was sie über Generationen nicht vergessen werden. Sie haben sie als Tiere deklariert und genauso werden sie sie bekämpfen, hat der Gallant, der Verteidigungsminister, gesagt. Der Wehrsprecher, ein Generalmajor auf der israelischen Seite, hat gesagt, wir werden da voll reinfahren. Treffergenauigkeit zählt nicht, nur das Vernichten, hat er genauso gesagt. Also wir haben es von drei Hochrangigen von der Regierungsebene her ausgedrückt bekommen. Also der Vorsatz ist eindeutig da, aber es muss nicht das ganze Volk vernichtet werden, damit das Kriterium des Völkermords, des Genozids erfüllt ist. Es reicht teilweise und es muss nicht einmal teilweise sein, es reicht der Vorsatz. Also wir haben es mit einem abstrakten Gefährdungsdelikt zu tun, wo bereits der Versuch strafbar ist, Gott sei Dank. Das hat man ja, sind ja die Lehren aus dem Zweiten Weltkrieg, ne? Die Verbrechen, die sowohl auf der deutschen als auch auf der Seite der UdSSR und teilweise auch von den Amerikanern, Rheinwiesenlager und so weiter, alles betrieben wurde. Also hier geht es tatsächlich um Genozid. Das muss uns klar sein. Und ich kann nicht verstehen, warum deutsche Medien, teilweise auch die sogenannten Alternativen, einfach schweigen. Das ist ein Missverhältnis, ein Totenverhältnis von 1, mehr als 1 zu 10. Klingelt's da nicht? Ja? Mehr als 5.300 ermordete Kinder. In welcher Relation steht das zu den Angriffen und vor allem zu der ganzen Vorgeschichte von dem Konflikt? Ich Ich glaube, sage, das wird absichtlich so geführt. glaub, Und da die ist Aufregung ist die, dass man halt sagt, ja gut, das müssen wir jetzt halt einmal, wir müssen jetzt einmal hart draufschlagen, weil die Hamas, die sind so geisteskrank, die bringen ja sonst immer wieder Leute um. Wenn wir jetzt einmal richtig durchgreifen, dann gibt es in Zukunft durch die Hamas, wenn wir jetzt die Hamas hier ausräuchern und sie vertreiben, dann ist es endlich gelöst und so weiter und so fort. Und da fällt mir halt auf, dass eigentlich so die Hamas eigentlich immer so eine Rückschau betrachtet. Also ich bin ja auch, also ich war früher immer ganz klar pro Israel argumentiert, also israelische Regierung, also jetzt in den 2000ern, weil ich aber auch immer durch die Medien nicht vor Augen geführt bekommen habe, dass die sich einfach im Westjordanland, wie die sich benommen haben, diese Siedler, dass es einfach nicht in Ordnung war, dass es immer so untergegangen ist, dass man das Gefühl hatte, da kommen jetzt nur die Selbstmordattentäter und die Israelis sind eine Demokratie, die Israelis sind Demokratie und die sind in Ordnung und sagen, und die wollen die einfach so ins Meer treiben. Also ich bin auch drauf reingefallen, kann man sagen, weil ich nicht gewusst habe, dass die halt, natürlich ist es nicht in Ordnung, so Selbstmordanschläge zu machen. Natürlich ist das ein Verbrechen.
Aber mir war halt nicht klar, dass halt die Israelis, dass natürlich die Palästinenser, dass es natürlich verlockend ist, sich der Hamas anzuschließen, wenn man ja auf eine Weise behandelt wird, wie du hast ja gesagt, Apartheid, die halt nicht, die einfach nicht okay ist. Und das ist eigentlich so, ist mir jetzt im Nachhinein klar geworden, dass die Hamas eigentlich immer so ein gutes Argument dafür war, keinen Frieden zu bekommen, also keine Zwei-Staaten-Lösung zuzulassen, indem man sagt, ja gut, wenn wir jetzt das zulassen, die Palästinenser, dann kommt die Hamas und dann sind wir wieder nicht sicher, also können wir das nicht zulassen, dass so den Leuten vermittelt wird. Das ist eigentlich immer Ja. die, das war immer so die Ausrede oder diese Leute immer die Ausrede, ja, die wollen uns ins Meer treiben, deswegen dürfen wir jetzt auch Gewalt anwenden. Naja, dazu muss man ja sehen, in Richtung Meer getrieben wurden ja die Leute im Gazastreifen. Es wurden Palästinenser aus ihrem eigenen Land vertrieben. Das muss man sich mal vorstellen. Das wäre ungefähr so, wie wenn es die Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland sagen würden, so, Deutschland gehört jetzt uns. Wir nehmen die Bundeswehr und alles unter Kontrolle und die indigene Bevölkerung, die ursprünglich Deutschen, die werden jetzt in kleinere Streifen geschickt, also Geländestreifen geschickt, wie den Gazastreifen oder Westbank, das Westjordanland, um sie dann auf engstem Raum zusammenzupferchten und zu entrechten. Genau das ist in Palästina passiert. Das muss einem klar sein. Es ist ein Apartheid-System. Israel ist, man mag von Erdogan halten, was man will, aber was er sagt, ist richtig. Israel ist ein Terrorstaat. Es ist Terror, der hier ausgeübt worden ist gegenüber Palästina und so ein überlegener, staatlich instrumentalisierter Terror, das ist das Wesen der Apartheid, ja, wie gesagt, von mehreren internationalen Organisationen attestiert. Und die Antwort auf diesen staatlich organisierten Terror ist ein Terror durch irreguläre Truppen. Ich sage jetzt nicht, das eine ist schlechter, besser oder sonst irgendwas. Es geht um Ursache und Wirkung und das muss man verstehen. Man muss auch verstehen, die Wurzel des Konflikts. Juden haben berechtigterweise eine neue Heimat gesucht und auch gefunden, weil sie sich in Europa nicht mehr wohlgefühlt haben. Pogrome, Russland, in Deutschland ist es ihnen eigentlich nur am besten gegangen bis zum Ersten Weltkrieg und kurz dann auch. Ja. Erst unter Hitler ist erst die richtige Daumenschraube gekommen gegenüber den Juden. Aber sie haben ein Land gesucht in Nahost. Da war der Theodor Herzl, der Zionistenführer, einer der ersten aus Österreich-Ungarn, Vorsprechen beim Kaiser Wilhelm II. Und hat gesagt, wir möchten einen deutschen Judenstaat in Palästina gründen, nach Muster des Deutschen Kaiserreichs. Und Wilhelm II. Hat sich dafür eingesetzt. Ja? Nur hat halt der Chef des Osmanischen Reiches gesagt, nee, das möchte ich mir nicht eintreten, dieses Problem. Ja? Aber zumindest hat sich der Wilhelm bemüht dafür. Und das war ein Grund, einer der Gründe von England, dass sie sich bemüht haben, hier einen zionistischen Keil in den Nahen Osten zu treiben. Das haben sie wortwörtlich gesagt. Also Leopold Emery, der Kolonialminister, der britische, du kannst das dann gerne einblenden, ich schicke dir das Bild, hat wortwörtlich gesagt, man müsste das jüdische Leid erfinden, wenn es nicht bereits gäbe. Das jüdische Leid erfinden, denn wir wollen einen jüdischen, also einen zionistischen Spaltkeil in die arabisch-muslimische Welt treiben. Das ist ein Originalzitat, das hat ein jüdischer Historiker, der William Ziff, schon vor Jahrzehnten im Buch The Rape of Palestine zitiert aus Originaldokumenten. Wir haben es nachgeprüft, die Jasmin und ich. Diese Aussage ist echt. Also die Jasmin ist meine Frau, sie hilft mir beim Recherchieren für meine Bücher und für die Leser, die es schon haben, in Krieg der Weltherrschaft, Band 1, da geht es um den Ersten Weltkrieg, ist das bereits Thema und wird dort drinnen auch zitiert in diesem Buch. Ja? Das heißt, wir haben ein Urproblem, dass die Spaltungsstrategie, die angloamerikanische, immer für Konfliktherde am eurasischen Kontinent zu sorgen und sogar absichtliche Spaltkeile einzuführen, wie zum Beispiel den zionistischen hier im Nahen Osten und natürlich auch den in der Ukraine, plus den polnischen Spaltkeil unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg. Da haben die Amerikaner schon, also da war der Erste Weltkrieg noch gar nicht vorbei, hat Wilson schon gesagt, Polen, das wird ein Korridor. Also sie haben den nächsten Kriegsgrund schon geschaffen. Es geht immer ums Spalten. Es geht immer ums, wenn du Ostpreußen vom Deutschen Reich abtrennst, ohne Korridor, Verbindungsweg, dann wird früher oder später einer kommen, in dem Fall war es Hitler, der gesagt hat, wir erobern uns diese Gebiete zurück, weil das Diktat von Versailles sowieso illegal war. Das war einer der Bonusse von Hitler, das hat er richtig erkannt. Und das haben aber damals sogar die Kommunisten teilweise gefordert, die Gebiete zurückzuerobern. Also es waren nicht nur die Nazis, das waren auch andere, ja? Weil dem Deutschen Reich Unrecht getan wurde. Und Vielleicht bleiben wir noch mal kurz im Nahen Osten. Und zwar, also ich habe mich das auch gefragt, dass jetzt ja
Also über Jahrzehnte lang wird also gesagt, wir wollen also Frieden erreichen zwischen den Palästinensern und Israel. Und es ist über Jahrzehnte hat es nicht geklappt. Und ich habe mir dann auch gedacht, also wenn es jetzt so lange nicht klappt, irgendjemand will, dass es nicht klappt. Und ich stelle mir jetzt die Frage, das passt wieder perfekt zu dieser Herzplan-Theorie, also jetzt mit dieser von Helfand MacKinder, dass man also den Kontinent spaltet, wie du es beschrieben hast. Ich frage mich jetzt, wie ist denn das jetzt konkret der Nutzen? Also wir haben jetzt also hier diesen Streit zwischen Israel und Palästina. Wie ist jetzt der Nutzen konkret für wen? Also ich habe das Ganz noch nicht ehrlich. ganz, noch nicht Ganz verstanden. ehrlich. Wie ist der? Also natürlich ist es so, dass jetzt, wenn jetzt zum Beispiel Saudi-Arabien und Iran zerstritten sind, ist natürlich logisch, dann gibt es einen Grund, dass amerikanische Truppen in Saudi-Arabien sind. Dann kann Amerika sagen, ja, wir bieten euch Schutz dafür, handelt ihr jetzt in Dollar, das Öl. Und jetzt bei Israel frage ich mich noch ein bisschen, wie da genau der Trick sein könnte. Das, genau das habe ich eben im ersten Band von Krieg der Welt herausgearbeitet. Ja. In diesem Buch, das ich zuerst in der Kamera gehalten habe, geht es um die Mutter der atypischen verdeckten Operationen. Also einen Krieg vom Zaun zu brechen und praktisch jemanden zu nötigen zur präemptiven Selbstverteidigung, in dem Fall Österreich-Ungarn und das Deutsche Kaiserreich, um dann voll drüber zu fahren, mit den Zielen, Eurasien zu spalten. Es ist ganz klar, wer hier profitiert. Das sind die Globalisten in London und Washington. Also dort sitzen sie hauptsächlich. Und wir reden ja nicht von Juden, das ist eine absolute dumme Verschwörungstheorie, wirklich eine dumme Verschwörungstheorie. Die jüdische Weltverschwörung gibt es nicht. Die hat es nie gegeben. Die hat es vielleicht während des Zweiten Weltkriegs oder unmittelbar davor haben Juden gesagt, ja, okay, mit diesem deutschen Kaiserreich oder mit diesem Reich, dieser Weimarer Republik und was Hitler jetzt draus macht, wollen wir nichts zu tun haben. Ganz klar, da hätten du und ich wahrscheinlich genauso gehandelt. Aber im Ersten Weltkrieg haben Zehntausende, 110.000 Juden waren es, glaube ich, die aus deutsch-nationaler Gesinnung gedient haben, im Ersten Weltkrieg. Das muss man wissen. Und profitieren tut der, der Eurasien spaltet. Also wie gesagt, die Leute in London und Washington, Globalisten. Es ist ganz einfach. Von ihren Inselreichen, von den sogenannten, wollen sie das Herzland, also zuerst Osteuropa, dann das Herzland, das ist die ehemalige Sowjetunion, in Besitz nehmen, indirekt, um dadurch Kontrolle über die Weltinsel zu haben. Das ist Eurasien, sprich Europa, Asien und Afrika zusammen. Können Sie nur indirekt beherrschen. Wenn Sie hier mit Truppen anlanden, sind Sie sofort weg vom Fenster. Es herrscht bei den Briten und bei den Amerikanern das Prinzip der Vorwärtsverteidigung. Das heißt, Ihre Verteidigung, Ihres Territoriums, Ihres sogenannten Inselreichs beginnt bei der nächsten Küste. Und zwar so, dass Sie verhindern, dass die Eurasier eine starke Flotte bauen können. Und oder vielleicht sogar eine starke Luftwaffe. Das würde ja bedingen, dass Eurasien einigermaßen geeint ist. Deswegen geht es immer, bisher zumindest und auch jetzt weiterhin, Deutschland, Russland, die beiden dürfen sich nicht vereinigen. Denn deutsche Technik, deutsche Intelligenz, deutsches Kapital und russische Manpower, russische Ressourcen, die Weite des Gebietes, wenn das sich zusammenschließt, noch dazu mit China, ist Eurasien ein Block. Da brauchen die Briten und die Amerikaner, also ich nenne sie die angloamerikanischen Globalisten, die angloamerikanische Globalisierungsklique, nicht einmal versuchen, hier zu zündeln. Es geht immer um die Uneinigkeit, hauptsächlich zwischen Deutschland und Russland, und da dienen die verschiedensten Spaltkelle. Und wie man jetzt sieht, der Vasallenstaat Deutschland und auch Österreich, ja, sind so stark auf Israel eingeschossen, dass es sich inzwischen schon mehrfach antisemitisch verhalten. Es ist vollkommen antisemitisch, weil die jüdische Bevölkerung leidet unter dem Ganzen. Die jüdische Bevölkerung, also die israelische Bevölkerung, hat schon, wie du richtig gesagt hast, mit bis zu 500.000 pro Demo gegen diese Netanyahu-Regierung, die manche rechtskonservativ nennen oder rechtsextrem nennen. Ich sage, das ist eine Nazi-Regierung, eine moderne Nazi-Regierung, ja? Dass die weg soll, dass die weg muss. Also ist es antijüdisch, wenn ich diese Regierung von Israel auch noch unterstütze in ihrem Genozid an Muslimen. Und es ist auch deswegen antisemitisch, weil die meisten Muslimen, Araber im Gazastreifen, tatsächlich Semiten sind. Mehr Araber, wesentlich mehr Araber, nämlich fast alle sind Semiten, während bei den Juden nur die, die Aramäisch und Hebräisch sprechen, zu den Semiten zählen. Die meisten Juden sind de facto, ja,
so von einem turkmenischen Volk oder slawisch. Ja? Das heißt, es ist mehrfach antisemitisch, wenn man nicht genau hinschaut, was ist passiert und einseitig für die israelische Regierung Partei ergreift, weil sowohl, ich wiederhole kurz, sowohl gegen die jüdische Bevölkerung gerichtet ist, die ja schon gegen diese Regierung demonstriert hat, als auch gegen die Araber, an denen insbesondere im Gazastreifen ein Genozid verübt wird. Also bravo, nach Zweiten Weltkrieg und Holocaust und der vermeintlichen Aufarbeitung der Geschichte tragen die österreichische Regierung und auch die bundesdeutsche Regierung gemäß meiner rechtlichen Beurteilung zu einem Verhalten bei, das mehrfach antisemitisch ist. Gratuliere, liebe Regierungen. Wie meine ich das? Zum Beispiel am 28. Oktober vor der UNO stimmt Österreich gegen die Waffenruhe. Sie stimmen gegen die humanitäre Waffenruhe. Wir reden nicht vom Waffenstillstand, wir reden nicht von Friedensverhandlungen, wir reden nur von humanitärer Waffenruhe, humanitärer Hilfe im Austausch gegen Geiseln. Da hat Österreich dagegen gestimmt. Und Deutschland hat sich der Stimme enthalten. Ja, geht's noch? Was haben die aus der Geschichte gelernt, diese Leute? Nichts. Sie haben aus der wahren Geschichte nichts gelernt. Sie haben nur aus der Besatzungspropaganda gelernt. Das ist der Unterschied. Ja, vor allem in der Ukraine ist mir aufgefallen, dass seit 2014 ja, also in der Ukraine die schlimmsten Dinge passiert sind. Also dass der Petro Poroschenko sagt, deren Kinder werden in den Keller leben, sie werden den Krieg gewinnen. Und sagen der AfD wird das, werden die Worte im Mund umgedreht, um sie als rechtsextrem zu framen. Und diese ganzen Vorgänge in der Ukraine, dann der Heeresführer trägt ein Nazi-Armband. Dann, glaube ich, ist dauernd, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, auf jeden Fall ist dauernd von Orks, es wird offen rassistisch, äußern sich hohe Funktionäre gegenüber Russen, die ganzen sowjetischen Denkmäler werden, also nichts gegen Putin oder aktuell, sondern die ganzen sowjetischen Denkmäler, alles was russisch ist, wird demontiert, Straßen umbenannt und also offen nazihaft, also was heißt Naziregime heißt, das wird werden also nazihafte Bestrebungen unterstützt, ja. Offen von der Regierung, das war, dazu gehört ja auch das Azov-Bataillon, wo die ganzen das ja offen eine Nazi-Ideologie vor sich herträgt, wo die ganzen Soldaten tätowiert sind mit Nazi-Emblemen, die auch mit diesen, ja, also die diese ganze Ideologie ganz offen zur Schau stellen, wird also in die ukrainische Armee eingegliedert, wird auch 2014 auf die protestierenden Ukrainer gehetzt, die ja sich natürlich darüber beschwert haben, dass also Janukowitsch abgesetzt wurde, den sie jetzt 90% in der Stichwahl gewählt haben. Und das wird alles komplett ausgeblendet, also bei uns. Also die ganzen Medien bei uns, also das ist also die größte Schande. Also da werden also nazihafte Bestrebungen ausgeblendet in der Ukraine und jetzt ja, in Israel, was da passiert, das ist ja also auch wirklich, also man hat das Gefühl, es wird immer schlimmer. Also es wird jetzt seit den 2000ern, es eskaliert irgendwie noch. Also es war natürlich immer, man hat es früher nicht gemerkt, man hat immer in einer Blase gelebt, man wurde getäuscht, auf jeden Fall ich. Und man hat schon das Gefühl, es wird jetzt immer schlimmer. Es wird immer schlimmer von der Propaganda her, weil was auf einer Lüge aufbaut, kann sich nur noch steigern in der Lüge. Es sei denn, man sagt, Entschuldigung, wir haben einen Fehler gemacht und revidieren und konzentrieren uns jetzt auf die Wahrheit. Und da wir einen relativ hohen Anteil von inkompetenten Narzissten und Psychopathen in Regierungen sitzen haben, werden die einen Teufel tun, zurückzurudern. Ja? Oder einfach, weil zu dumm ist ja auch möglich. Oder weil zu ignorant, weil zu viel beschäftigt mit Drogen oder keine Ahnung was. Ja? Man muss sich doch mal nur anschauen, die Wurzel des Konflikts in der Ukraine zum Beispiel ist ja ein ähnliches. Hier wird auch das Selbstbestimmungsrecht der Völker mit Füßen getreten. Im Gazastreifen das Selbstbestimmungsrecht der Menschen in Palästina, denen das Land geraubt wurde, gegenüber die Apartheid ausgeübt wurde, das ignoriert der Westen völlig in dem Fall. Und in der Ukraine ist es ähnlich. Das Selbstbestimmungsrecht der Völker da ist jus cogens, zwingendes Völkerrecht. Das heißt, das darfst du nicht einmal mit Verträgen aushebeln. Das ist das Recht jedes Volkes zu sagen, ich möchte aus einem Bundesstaat oder aus einem bundesstaatlichen Komplex wie der Ukraine raus und rein in die Russische Föderation. Das hat die Bevölkerung sowohl in Donetsk als auch in Luhansk und Donetsk am Donbass, also dass es noch rauskriegen, haben beide Bevölkerungsgruppen gesagt, wir wollen aus der Ukraine raus und rein in die Russische Föderation. Bestätigt bitte vom Pew Research Center aus den USA, dass diese Referenden, also Volksabstimmungen in Luhansk und Donetsk,
richtig demokratisch von der Bevölkerung empfunden wurden und dass sie darauf bestehen, dass sie durchgeführt werden. Und das waren rund 90%, die dafür gestimmt haben. Also wir wissen ja, im Donbass sind ungefähr 60% Russen. Also haben auch 30% Nicht-Russen für die Eingliederung in die Russische Föderation gestimmt. Und das ist vom Westen bestätigt. Und wenn Sie sagen, lieber Wladimir Putin, hilf uns gegen diese ukrainische Regierung, die uns unterdrückt. Man hat ja einen Putsch am Maidan gemacht 2014. Das haben 8 CIA-Offiziere ganz offen gesagt, der Frau Merkel übrigens, der damaligen deutschen Kanzlerin, dass hier die vormals pro-russische Regierung in Kiew gegen eine absolut antirussische und teils mit Nazi-Gesinnung in der Vollstreckung bei den Truppen, ne, von einer Regierung abgelöst wurde. Und das ist ein Putsch gegen die eigene Bevölkerung. Und wenn diese dann auch noch mit Truppen gegen die Leute am Donbass vorgeht, dann treten sie das Selbstbestimmungsrecht und das humanitäre Völkerrecht und übrigens auch das Kriegsvölkerrecht mit Füßen. Und wenn genau. dann Ich muss ganz kurz ergänzen, dass ja die ukrainische Armee, erst die reguläre ukrainische Armee hingeschickt wurde, die dann aber nicht gekämpft haben, die gesagt haben, wir schießen nicht auf die eigenen Leute. Nachdem es nicht geklappt haben, haben sie das Azov-Bataillon, also dieses Nazi-Bataillon, hingeschickt. Und das muss man sich mal vorstellen, dass man also solche Leute in die Armee eingliedert und dahin schickt. Das war nochmal die. Also deswegen kann man, glaube ich, also es ist wirklich aus lächerlich zu behaupten, das sind jetzt nur ein paar russische Leute, die da irgendwelche Socken über den Kopf gezogen haben und das ist alles Quatsch. Sondern wenn man sieht, wie diese ukrainische Regierung mit den eigenen Leuten umgegangen ist, also auch Gehälter, Renten nicht gezahlt hat, die beschossen hat oder der Petro Poroschenko sogar offen sagt, also die kriegen keine Gehälter, die kriegen keine Rente, die haben keine Arbeit, die müssen im Keller leben, weil wir willkürlich, und zwar eigentlich sind noch die, es sind nicht unsere Kinder dort, es sind deren Kinder. Also es ist so eindeutig, dass diese Leute natürlich da nicht mehr sein wollen in der Ukraine und das Selbstbestimmungsrecht der Völker. Also das wieder, diese Referenten anzuzweifeln, ist lächerlich, denke ich. Ja. Und da ist der Tenor in den westlichen Medien und Regierungen, insbesondere in Österreich und Deutschland, ja, da wird ein Völkermord betrieben in der Ukraine. Ja, von wem denn bitte? Das ausgehend zuerst von der ukrainischen Regierung, dann kommen die Russen und die haben es geschafft, in 20 Monaten weit weniger zivile Opfer zu erzeugen als Israel in eineinhalb Monaten inzwischen. Ja? Das heißt, mit den 14.000 Toten mit Stand von gestern, also 22. November 2023, hat Israel es geschafft, in einem 20stel der Zeit gegenüber der Kriegsführung in der Ukraine, weit mehr als tausende Opfer mehr, zivile Opfer zu erzeugen, als im russisch-ukrainischen Krieg. Und im Gazastreifen, da habe ich vor kurzem gesehen, wir waren auf Urlaub in Rügen, meine Frau und ich, ja, also die Jasmin und ich, und da haben wir halt gezappt, weil zu Hause haben wir keinen Fernseher, ich stelle mir das Propagandakastel ja nicht in die Wohnung rein, also ins Haus rein. Aber wir haben dann gezappt im Hotelzimmer, um mal ein bisschen auf Stand wieder zu sein. Lanz, der TV-Moderator, wie heißt der? Mario Lanz? Na, Markus Lanz. Sitzt tatsächlich jemand von der SPD drinnen und er sagt, er bezweifelt die Zahlen am Gaza, obwohl sie von der UNO bestätigt sind. Da sitzt so ein ausgefressener, aus meiner Sicht völlig inkompetenter Typ von der SPD drinnen und sagt, er bezweifelt hier die Zahlen im Gaza. In der Ukraine hat er garantiert nichts dagegen gesagt. Das ist natürlich richtig, ja. Aber über die Zahlen, ja, die wahrscheinlich eh untertrieben sind, wo man weiß, dass die Hamas, man kann von ihr halten, was man will, aber bei den Zahlen hat sich immer herausgestellt, dass sie richtig waren, teilweise sogar untertrieben. Festgestellt von der UNO, bitte, wo auch schon über 100 Leute inzwischen ermordet wurden im Gazastreifen. Wo ist da die Aufregung der deutschen Politik? Nichts. Also wie gesagt, das ist Antisemitismus in Reinkultur. Diese Regierungen in Österreich und Deutschland werden sich für ihr Verhalten künftig vorwerfen lassen müssen, dass sie antisemitisch waren. Eindeutig. Ja. Es gibt keine einheitliche jüdische Sichtweise. Es gibt nicht einmal eine einheitliche jüdische Religion. Wir haben die verschiedensten ultraorthodox, orthodox, nicht praktizierend, bis ungläubig, was ja ein Paradoxon ja sowieso schon ist, ja, bis zu den Ultrazionisten. Also wir haben ja ein breites Spektrum. Aber was die meisten Juden eint, ist, dass sie Frieden wollen. Ja. Und ich meine, wenn dieser Jude jetzt hier gerade gesagt hat, dass das, was in Palästina passiert durch israelischen Terrorkrieg, also zuerst Apartheid gegenüber Palästinensern und dann auch noch Krieg, dass hier die deutsche Regierung mehrfach
ihren Zweck verfehlt im Sinne der Verfassung, Menschenwürde, Frieden, dass ein Konflikt künstlich unterstützt wird gegen Palästina, das ist, wie gesagt, mehrfach antisemitisch und es ist auch Deutschland schädlich, denn wie der Rabbi, ich glaube, er ist ein Rabbi auch, was er gesagt hat, ist ja auch, dass das der Missbrauch des deutschen Steuergeldes dazu verwendet wird, also missbräuchlich die Steuergelder dazu verwendet werden, nicht nur Steuergelder, sondern auch die Reparationszahlungen, ja, dazu verwendet werden, dass ein Apartheid-Staat, ein Terrorstaat wie Israel aufgezogen wird, der dann Vergehen und Verbrechen an der Menschlichkeit verübt gegenüber Palästinensern. Und das ist nicht die Bereinigung der Geschichte, das ist die Verschlimmerung der Geschichte sogar. Ja. Also was dieser Jude sagt, sollte sich jeder mal auf der Zunge zergehen lassen und sich dann einmal Gedanken machen, von wem werden wir eigentlich regiert? Wessen Interessen werden da vertreten? Vor allem auch, wenn man sich überlegt, dass wahrscheinlich auch sehr viele Hilfsgelder in Anführungszeichen dann auch an die Hamas geflossen sind und die wiederum auch für Terror sorgen. Also diese typische Spaltung, ich glaube, es war ja bei dem, die haben ja den Iran und den Irak unterstützt, als die bei dem ersten Irakkrieg, also als Iran gegen Irak Krieg geführt haben, haben sie beide, wurde beiden von den, jetzt in dem Fall von den USA unterstützt. Ja. Und ich habe mal das Gefühl, hier ist das Gleiche. Also auf der einen Seite wird die Hamas unterstützt, die Terror machen, und auf der anderen Seite wird dann die israelische Regierung, ganz wichtig, Israel und israelische Regierung nicht vermengen, wird dann auch unterstützt bei ihrem, was sie jetzt machen. Und was ich auch ganz schlimm finde, ist in der Ukraine, also das ist für mich unfassbar, also mit den Waffenlieferungen, und die wissen es ja auch alle ganz genau, da sind jetzt wahrscheinlich 500.000 Ukrainer, die ganzen ukrainischen jungen Männer sind alle tot mittlerweile. Also da ziehen sie jetzt ja nur noch die, finden sie keinen mehr zum Einziehen. Stand sogar bei Welt jetzt drin. So ganz klein stand plötzlich drin, dass in der Ukraine plötzlich keine Soldaten mehr sind und dann sozusagen die ganzen wehrfähigen Leute, also die noch übrig sind, dann nach Deutschland geflohen sind. Das kommt mir jetzt vor wie so ein Wink. Ich habe den Plusartikel in der Bezahlschranke. Habe ich nicht gelesen, aber es ist, glaube ich, so der Wink, ja, jetzt muss man die ausweisen, damit die auch noch dann ins Feuer gejagt werden können. Also das muss man sich mal vorstellen. Wir haben ja eine Regierung, oder wir haben unsere Regierungen in Österreich und Deutschland schwadronieren von Menschenrechten und dann werden mit den Waffenlieferungen, das wissen die auch ganz genau, dass sie 21 die Minsk II aufgekündigt haben, indem sie gesagt haben, ja, das ist die Forderungen, Minsk II ist kein gutes Abkommen, hat ja der Scholz, das war diese diplomatische Konsultation, wo dann die Russen das veröffentlicht haben, weil dann plötzlich aus dem Auswärtigen Amt eine Mail kam, ja, dass das Minsker Abkommen, dass nicht mehr so, dass es nicht okay ist für sie. Und dann sozusagen Russland ja der schwarze Peter zugeschoben ist, dass sie nicht mehr verhandeln wollen. Weil Russland dann nicht dahin gefahren ist mehr, weil sie gesagt haben, jetzt, weil ja das, sagen, das Auswärtige Amt das Abkommen nicht mehr akzeptiert hat, ist dann Russland nicht mehr hingefahren, hat und haben dann die deutschen Medien so getan, ja, Russland will einfach nicht verhandeln. Und dann hat ja der Lavrov das veröffentlicht. Das heißt, es gibt ja ganz viele, ja, eigentlich Belege dafür, dass ja schon jeder gewusst hat, dass ein Krieg kommt. Ja. Und da werden jetzt, und da sterben jetzt, oder im März war es ja auch nochmal die Gelegenheit, Frieden zu schaffen. Dann kam ja die Butcher, was also, ja, es eigentlich sehr eindeutige Hinweise gibt, dass es eine Inszenierung war, aber auch wenn es keine Inszenierung ist, Butcher, dann ist ja trotzdem kein Grund, diese Friedenslösung abzulehnen. Und dann haben sie nochmal diese Friedenslösung abgelehnt, haben Waffen geschickt und in Kauf genommen, dass 500.000 Leute sterben. Und das ist jetzt, das ist nicht vor 50 Jahren oder vor 80 Jahren, sondern das ist jetzt. Das ist, ja, das, also ich glaube, das sind so Abgründe, in die wir reinschauen, das ist, macht einen fassungslos. Also, ja, und was mich fassungslos schon 2015 gemacht hat, ja, ist die Ignoranz bei den Medien, Mainstream-Medien hauptsächlich, aber teilweise auch Alternativmedien, die Ignoranz der Regierung, des Nationalrates in Österreich oder des Bundestags in Deutschland. Ich habe ja mit dem kleinen Büchlein, das da hinter mir steht, ja, das God Bless You Putin, provokativer Titel, 2015 schon die österreichische Regierung und alle sicherheitspolitisch relevanten Ministerien und Organisationen in Österreich gratis mit diesem Büchlein darauf hingewiesen, es kommt nicht nur die Massenmigration auf uns zu, die ist ja wenige Monate später kommen, sondern auch der Krieg in der Ukraine,
Und der Krieg in Israel, und das hat das Potenzial, den dritten Weltkrieg, der ja schon wirtschaftlich läuft, auch militärisch zu bringen. Und habe nicht nur gesagt Analyse, sondern auch Prognose. So könnte das passieren. Es ist genauso passiert, wie ich es beschrieben habe. Ja. Und dann auch noch die Lösung hinkriegt. Wie gehört das Bundesheer als Miliz hier aufgestellt, damit wir Terrorakte oder Krieg, der Österreich droht, bestmöglich noch abwehren können. Es ist seither das Bundesheer völlig in den Boden gespart worden, genauso wie die deutsche Bundeswehr. Und der Professor Dr. Michael Vogt von NUVISO, der und ich hatten ja 2015 und 2016 einige Sendungen gemacht zu dem Thema auch, ja, wo er gesagt hat, dieses Buch ist auch auf Deutschland anwendbar. Na, nona nicht, ja, es ist ein Kulturraum. Und ich wundere mich auch über die Inkompetenz von so manchen Offizieren, insbesondere Generalstabsoffizieren. Und ich habe einige Freunde bitte in den Offizierskreisen immer noch, obwohl ich jetzt seit 1,5 Jahren aus dem System draußen bin, ja. Weil wir sagen, das sind teilweise Kostümsoldaten, also nicht wirkliche Soldaten, sondern die haben den Job halt, weil er sicher ist, aber denken nicht viel mit und haben, also wer keine Ahnung von der angloamerikanischen Spaltungsstrategie Balance of Power, die wir vorhin gerade beschrieben haben, also eingangs in dieser Sendung, der hat nicht genügend zu kriegen. Der darf gar keine Uniform anziehen, aus meiner Sicht, ja. Wer nicht versteht, wie der Ukraine-Krieg entstanden ist und sich dann auch noch erblödet, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen und auf der Bundeswehr- und Bundesheerseite hinzusetzen und sagen, Russland hat den Krieg bald verloren. Also das ist so schlecht und lächerlich. Wenn man nicht einmal die Größenkontingente kennt, die Truppenkontingente, die GKGF, also die gepanzerten Ketten und Gefechtsfahrzeuge, wo Russland über 25.000 hat, ja, plus noch vom Kampfpanzer Armata in unbekannter Zahl und alle möglichen Bomben, Raketensysteme, Flugabwehrsysteme, die haben in der Ukraine bis jetzt nicht einmal den, was sie sicher können, den Kampf der verbundenen Waffen gemacht. Nein, die haben dort bis jetzt nur Restmunition verschossen, sagt man etwas lapsig. Ja? Die Russen sind teilweise mit uralten Panzern, zum Beispiel T-72, dort aufgefahren, ohne Luftsicherung oder irgendwas. Ja? Das heißt, das ist eine Form der Kriegsführung. Die machst du nicht, wenn du etwas schnell erobern willst. Das ist ein Abnutzungskrieg, um nämlich auch, obwohl es natürlich gibt es zivile Opfer, aber auch zivile Opfer möglichst hintan zu halten. Und wie gesagt, Israel hat es geschafft, in einem Monat das ein viel mehr zivile Opfer hervorzurufen, also Menschen, unschuldige Menschen zu töten, als die Russische Föderation innerhalb von 20 Monaten. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Dann erblöden sich tatsächlich Offiziere und setzen sich hin und sagen, Russland hat den Krieg bereits verloren und wir haben ein zweites Verdun und lauter so Schwachsinn. Es ist genau das Gegenteil der Fall. Der Russe hat gelernt aus der Geschichte. Der Russe präsentiert sich immer schwächer, als er ist. Wenn man genau hinschaut, irgendwann einmal im Mai war doch dieser Befreiungstag, der gefeiert wurde in Moskau, ja. Da stehen Zehntausende Soldaten, aber sowas von geordnet. Und das sind nur die Unterstützungstruppen, da sind noch nicht mal Kampfteile dabei. Aber sowas von reibungslos abgelaufen, ja. In Reih und Glied, in den verschiedensten Uniformen. Da ist der Krieg in der Ukraine ein absoluter Nebenschauplatz. Und deswegen mutmaße ich auch, dass eines der Kriegsziele, die die Angloamerikaner, nicht die Israelis, sondern die Angloamerikaner mit diesem befeuerten Konflikt in Nahost, den sie allein durch das Auffahren von zwei Flugzeugträgerkampfgruppen unmittelbar nach Kriegsbeginn am 7. Oktober 2023 auch noch mit befeuert haben. Und dann kommt der Außenminister und sagt scheinheilig, ja, wir wollen ja deeskalieren, also nicht besser. Zwei Flugzeugträgerkampfgruppen dorthin zu schicken, in diesem Machtpotenzial, das ist politisches Machtpotenzial, das vor das Mittelmeer geschoben wird, ja, ans Östliche. Das heißt, die sagen dann, das ist keine absichtliche Eskalation, doch ist es. Mit dem Ziel nämlich, wie ich vorhin eingeleitet habe, für Russland eine zweite Front zu eröffnen, weil Russland ja bekanntlich hinter Syrien steht. Es wird jetzt ein Stellvertreterkrieg möglicherweise stattfinden, der sogar in einem direkten Krieg
zwischen USA und Russischer Föderation, hätte schon fast UdSSR gesagt, zwischen USA und der Russischen Föderation stattfinden könnte. Und wenn es nur das Angstszenario ist, um die Leute klein zu halten, ja, das wirkt doch auf die Psyche von allen Menschen auf dieser Erde, diese Machtlosigkeit, dieses nicht hinschauen wollen, dieses nicht wahrhaben wollen, dass wir schon wieder im Angelände an Europa sozusagen, im Nahen Osten, im westlichen Aushängeschild, im Nahen Osten, was Israel eindeutig ist, sind nicht umsonst beim Song Contest dabei, beim European Song Contest wohlgemerkt, ja, haben jetzt die zweite Front genau an der Linie, wie du vorhin gesagt hast, MacIntyre. Es geht um die Eroberung des Herzlandes. Wir haben Ukraine einerseits und Nahen Osten andererseits. Und genau diese Szenarien habe ich im Buch God Bless You Putin beschrieben, dass das kommen wird, wenn der Westen weiter provoziert. Der Westen hat weiter provoziert und es hat sich genauso entwickelt, wie ich es vorher gezeichnet habe. Das heißt, ich bin hier doppelt und dreifach sauer inzwischen, weil ich eine Ignoranz erfahren habe, nicht nur in den Mainstream-Medien und von Politik und Dienstgeber und so weiter, vom damaligen, jetzt bin ich ja nur mehr in der Privatwirtschaft, Gott sei Dank, als Unternehmerin, geht mir besser als vorher von dem abgesehen, aber da bin ich echt sauer, dass auch Teile der Alternativmedien völlig ignorant sind gegenüber denen. Bitte, ich habe Analyse, Prognose und Lösung. Ich frage mich, gibt es so wenige Menschen, bin schon fertig, gibt es so wenige Menschen, die tatsächlich an profunden Prognosen, was könnte passieren, wenn und dann, was ist dann schon die Lösung? Sind wir wirklich so gepolt von der Schule an oder durch Hollywood-Filme, keine Ahnung, immer aufs Negative aufregen und das war's dann? Das kann doch nicht alles sein, oder? Also ich glaube, dass so die Propaganda. Das ist ja, man denkt ja selbst, die Propaganda, das ist die Opfer von Propaganda, sind immer nur die anderen. Aber ich habe es auch jetzt verstanden, dass die Propaganda, die wirkt auf jeden und die wirkt allein, dass die Worte ins Gehirn gehen. Wenn wir den ganzen Tag hören, ja, wir leben in einer Demokratie. Natürlich wissen wir, dass es nicht in Ordnung ist. Aber trotzdem, unterbewusst wirkt es irgendwie so, es ist alles in Ordnung. Wir sind nicht so alarmiert, wie wir sein müssten. Wenn man sich jetzt mal rational anguckt, was im Nahen Osten alles passiert ist, in Syrien, also auch mit dem IS schon. Also was für ein Horror das war. Dann in Libyen. Also, dass da einfach die Hölle war, kann man sagen. Also, dass der Gaddafi, das war ja, da ging es den Leuten ja gut, und der Gaddafi. Das ist eigentlich jetzt überall, in vielen Ländern der Welt durch die USA oder halt auch durch uns indirekt, weil wir es ja unterstützen, mehr oder weniger die Hölle ausgebrochen ist. Und das also da Sachen passiert sind, die so schlimm sind. Und ich glaube ich auch jetzt in der Ukraine mit diesen 500.000 Toten, die Leute, die können sich das nicht vorstellen, die denken so, ja, es ist ja hier alles schön bei uns und hier ein paar hundert Kilometer östlich von uns ist die Hölle los. Also wirklich die Hölle. Das ist so schlimm und da sind die Leute nicht alarmiert genug, denke ich. Also ganz viele im alternativen Lager denken, ja, weil ja hier alles nur noch gut und schön ist, aber die fühlen sich nicht vor Augen. Und wenn jetzt die Medien oder wenn jetzt Bilder kämen, also Echtzeitbilder von was da gerade passiert, dann wären die Leute auch im alternativen Lager wären wahrscheinlich ganz anders alarmiert. Also viel mehr, also wir müssten viel, viel alarmierter sein. Aber die Leute verschlafen es komplett. Also die Absolut. allermeisten. Ja, stimme ich dir voll inhaltlich zu, lieber Johannes. Ich habe den Eindruck, dass es vielen Menschen auch an der Einfühlung ermangelt. Ja, ich meine, was bedeutet, es ist ein Mensch, wann stirbt schon so viel? Ja, und nur dazu in jungen Jahren, das Leben ist ausgelöscht für in diesem Körper zumindest. Ich bin davon überzeugt, dass es Seele gibt, ja, weil ich sie auch erlebt habe bei meiner Nahtoderfahrung. Randthema, gleich wieder weg für diejenigen, die das nicht hören wollen, ist mir jetzt egal, ja. Aber ich habe Mitgefühl mit Menschen und wenn ich mitkriege, dass dort Tausende Araber massakriert werden, dann ist primär mal das Mitgefühl da. Das nicht Mitleid, sondern das Mitgefühl da für die Eltern, deren Kindern sterben, für die Erwachsenen, die umgebracht werden und Kinder zurückgelassen werden. Das sind Tragödien, das sind Existenzen, die sind wirklich im Gazastreifen, weiß man ja, das haben die Medien in Westeuropa insbesondere ganz intensiv berichtet, seit mindestens 20 Jahren, ja, dass im Gazastreifen, in dem Gebiet, die Menschen mehr als 50% arm sind. Aber mehr als die Hälfte sind auch Kinder und Jugendliche. Das heißt, die haben keine Zukunft. Sie haben versalzte Böden. Denen wurde schlechtes Land gegeben. Da wurden auf
rund 360 Quadratkilometer sind da über 2 Millionen Menschen hineingepresst worden. Das ist eine Bevölkerungsdichte von ungefähr 6.000 pro Quadratkilometer. Und dann tut man mal das ganze Ackerböden, die eh unbrauchbar sind, das alles weg und den Grenzstreifen, der nicht betreten werden kann. Also ergibt sich in Gaza Stadt zum Beispiel eine Bevölkerungsdichte von knapp 15.500, also knapp 16.000 Menschen pro Quadratkilometer. Das ist das Vielfache von Berlin. Das muss uns einmal klar sein. In Baracken, in Subkulturbehausungen, die zerschossen waren und vernichtet waren, schon lange vom Raketenkrieg, schon lange, bevor überhaupt dieser Krieg jetzt begonnen hat. Uns muss klar sein, dass diese Menschen leiden. Das ist die Gefühlsebene. Und die Ratio sagt man, naja, wenn es in einer Ecke der Welt sowas passiert, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass es auch woanders passiert und vielleicht sogar wieder bei uns. Und wenn es nur unter Anführungszeichen ist, dass die zu erwartende Rache der Palästinenser, die ja schon ausgesprochen wurde, ja, also Hamas-Führer haben schon den globalen Dschihad ausgerufen, längst. Und die sind in der Halteposition. Die wissen, das erste Signal, Kriegsführung 7. Oktober ist da. Und jetzt warten Sie vielleicht noch aufs nächste Signal, wann der Gazastreifen völlig platt gemacht ist, könnte das, der Thorsten und ich haben schon in ein paar Sendungen herausgearbeitet, wie nämlich der Terror dann sich auf Deutschland und Österreich insbesondere ergießen könnte. Die vergessen das garantiert nicht, das Abstimmungsverhalten bei der UNO von Österreich und von Deutschland. Ich meine, das ist wahnsinnig, was unsere Regierungen hier tun. Wir haben doch hier schon Hunderte und teilweise Millionen Migranten. Wo wir wissen vom Verfassungsschutz, dass es da demokratiefeindliche Strömungen drunter gibt. Wir wissen, dass die teilweise auf Demonstrationen das Kalifat ausrufen. Aber das schieben wir jetzt einmal zur Seite, nur die Terrorgefahr. Da gibt es ja auch welche, die dann mitlaufen. Jetzt stellen wir uns vor, wenn ihre Mitmenschen im Gazastreifen hier abgeschlachtet werden und so mancher hier in Österreich und in Deutschland keine Perspektive mehr hat, weil er vielleicht dort ein Familienmitglied verloren hat oder von dort die Leute jetzt auch noch nachkommen über Ägypten. Wir sagen ja schon wieder her damit, ja. Wobei Ägypten sagt, keine Migranten mehr aufnehmen aus dem Gazastreifen wegen der Terrorgefahr. Aber unsere Regierungen sagen herein, herein. Naja, für die ist es völlig irrelevant, ob jetzt Israel, USA oder ein NATO-Mitgliedstaat wie Deutschland oder ein PFP, Partnership for Peace, NATO-Mitglied Österreich, was ja eindeutig gegen die Neutralität ist, hier sich antipalästinensisch und antisemitisch verhalten haben. Ich sehe hier ein gewaltiges Terrorpotenzial in Europa, eine Terrorgefahr. Und genau vor der habe ich in diesem God Bless You Putin Buch gewarnt und habe gesagt, weil ich ja selbst, ich habe es am Eingangs erwähnt, Jagdkampfoffizier ausgebildeter bin, und also weiß, wie man mit geringstmöglichen Schaden, also Entschuldigung, wie man das ist ein positives Denken, mit geringstmöglichen Schaden für sich selbst an größtmöglichen Schaden für den anderen anrichten kann, habe ich vorgeschlagen, dass man Jagdkampfkräfte milizmäßig ausbildet in Österreich, um unsere Infrastruktur zu schützen. Denn ich rechne mit Terroranschlägen auf kritische Infrastruktur. Und da ist nichts vorbereitet aus meiner Sicht in Österreich und in Deutschland. Kaum. Ja. Das ist unverantwortlich auch in diesem Hinblick von unseren Regierungen. Das lässt In jeder Hinsicht. ein Terrorszenario erwarten, das wir uns wahrscheinlich gar nicht mal ausmalen können. Ich hoffe, dass ich jetzt nur den Teufel an die Wand male und dass die Araber, die hier bei uns leben, oder die Muslime, die hier bei uns leben, viel vernünftiger sind, als der Verfassungsschutz es beurteilt. Aber der Verfassungsschutz beurteilt ja eh falsch. Der redet, glaube ich, von 25.000 gewaltbereiten Muslimen in Deutschland. Völliger Schwachsinn. Ihr habt 6,5 Millionen, wenn ich mich richtig erinnere, Muslimen im Land. Ja, wenn man nur weiß, dass 10% der Menschen generell Psychopathen sind, sind das schon 650.000 potenzielle Gewalttäter. Da redet man noch gar nicht von Mitläufern. Also diese Beurteilungen zur Verfassungsschutz sind eindeutig falsch. Wir sitzen auf einem Pulverfass, was den Terror betrifft. Ja, ich denke auch, da kann man nur halt an die Vernunft appellieren bei den Leuten, dass wir uns nicht spalten lassen, dass wir dem nicht nachgeben und wir uns nicht gegenseitig Genau. schwächen. Genau. Immer mit dem Hinblick, ich glaube, das verstehen auch immer mehr in der Welt, dass das das Ziel von einigen Leuten ist und dass wir da hoffentlich nicht mitmachen mehr. Dass wir das lange Genau. haben uns an der Nase rumführen lassen und dass wir ja, das ist natürlich in Deutschland und in Österreich, vor allem in Deutschland, noch ein viel weiterer Weg als in Österreich.
Aber ich glaube, viele Teile der Welt sind zum Glück weiter als wir in Eurasien. Ja. Auch in auch Südamerika. Und darauf, denke ich, darauf können wir hoffen. Darauf können wir hoffen, aber wenn du Ich schaust. wünsche alles, dass in Deutschland und in Österreich auch besser wird. Aber es sieht, glaube ich, in großen Teilen der Welt sieht es besser aus als bei uns. Naja, wenn man sich. Zumindest was jetzt diese Kriegstreiberei angeht. Ja, wenn du dir Sendungen anschaust zum öffentlich-rechtlichen Fernsehen, ich glaube, es war ARD, das verlorene, die verlorene Stadt oder so irgendwie heißt es, Anfang 23, da ist es um die Silvesterkrawalle in Neukölln gegangen, wo gezeigt wird, Polizisten, Polizeisprecher, die ganz offen sagen, diese palästinensischen Netzwerke sind bereits außerhalb der regulären Rechtsordnung. Die haben ihre eigene Rechtsprechung, die Migranten, die da in Deutschland leben. Sie haben organisierte Bandenkriminalität, Drogenhandel und so weiter und insbesondere auch Waffenhandel. Die haben Polizeieinsatzfahrzeuge und Rettungsfahrzeuge systematisch mit Raketen beschossen, mit Silvesterraketen natürlich, aber das war ein Test. Und was ist passiert? Die Polizei ist zurückgewichen. Das, die wissen jetzt, dass die Polizei nichts entgegenzusetzen hat. Sie wissen von den Demonstrationen, das ist ja alles ein Test, ja. Sie testen das Verhalten aus. Man muss sich nur mal die Videos anschauen, wo junge Palästinenser in einem schönen Deutsch, ja, aber doch schon, jetzt geht's los, jetzt geht's los. Und sie treten auf Polizisten hin, obwohl die mit Tränengas sprühen, völlig wertlos, ja. Gibt's hier Reibereien? Hier wird schon angetestet. Darum ist es ganz wichtig, wie du sagst, dass wir uns nicht spalten lassen, jetzt nicht Angst vor Palästinensern und auch nicht einseitig für Israel oder einseitig für Palästina-Partei ergreifen. Ich sage, meine Sympathie ist zu 90% auf Seiten der Palästinenser vom Verständnis, was entstanden ist, aber auch bei Juden, dass sie einen Staat brauchen. Aber bitte, die Lösung muss sein, dass den Palästinensern ein wesentlicher Teil des Landes zurückgegeben wird. Das ist ihnen ja geraubt worden. Und das auf Gleichordnung beruhend, ein groß Israel-palästinensische Staatsgebilde wird wahrscheinlich nicht möglich sein, aber zumindest zwei Staatenhälften, die Zwei-Staaten-Lösung irgendwie vorangetrieben wird. Es kann so nicht weitergehen. Und es ist wichtig, dass wir im Alltag das auch kommunizieren und den Palästinensern hier zeigen, dass wir nicht gegen sie sind. Für mich spricht die österreichische Regierung hundertprozentig nicht. Ja? Ich bin nämlich eher der konträren Ansicht. Ich glaube, das Problem ist, dass ja mit der Zwei-Staaten-Lösung das gar nicht mehr geht, weil da hat also der Michael Lüders hat ein gutes Video gemacht, der natürlich auch gegen die AfD hetzt, was ziemlich dumm ist, aber der macht halt bei manchen Dingen, macht halt Kompromisse anscheinend, um noch irgendwie in den Medien vorzukommen. Aber das hat er gut geschildert, dass die jetzt unter der Regierung Netanyahu jetzt in den letzten Jahren dieser palästinensische Staat das immer mehr unmöglich gemacht wurde, weil die haben da so also Straßen durchgetrieben, Siedlungen, die haben das vollkommen zerfleddert mit Siedlungen, mit neuen Siedlungen, dass es gar nicht mehr geht, dass also dieses Westjordanland, dass man da gar keinen Staat mehr machen kann. Na, es Das ist geht auch eine neue allen. Schwierigkeit, aber Na, das stimmt nicht. Das ist eine falsche Beurteilung. Das ist ein Programmsatz. Natürlich könnte man den Staat Palästina neu wir aufbauen. müssen dann die Siedler wieder zurückführen, müsste man dann die Siedler wieder zurücksiedeln, ist alles okay. Siedler zurückführen und das Land gerecht aufteilen in zwei Hälften, nördliche und südliche Hemisphäre oder östliche und westliche. Ja? Aber die Das muss Siedler, die haben sich jetzt da überall reingesetzt. Also die Siedler, diese militanten Siedler, die haben sich jetzt da anscheinend überall so festgesetzt, dass es halt möglichst nicht mehr geht. Also da müsste man die erst sozusagen erstmal wieder da rausschmeißen. Also jetzt ein Zustand. Sollte Israel diese Vertreibungs- und Apartheidspolitik fortsetzen, wird das der Untergang von Israel sein. Gemäß meiner Beurteilung werden sich dann die arabischen Staaten, was sie eh schon getan haben, mehr oder weniger zusammenschließen und zwar keinen regulären Krieg führen, um eben den großen Krieg mit dem Westen zu verhindern, sondern mit indirekter Unterstützung ihrer irregulären, also nicht der regulären Streitkräfte, sondern irregulärer Terrormilizen, Hamas, Hisbollah und so weiter, Nadelstiche auf Israel zu versetzen, die völlig die israelischen Streitkräfte abnützen, das heißt mehr oder weniger so schwächen, dass sie nicht mehr einsatzbereit sind. Und dann ist das das Ende von Israel. Wie sich dieses Szenario ereignen könnte, habe ich mit einem österreichischen Generalstabsoffizier besprochen, habe das Aufzeichnen in Kartenform gebracht und bei RTV. Auf dem Kanal Monika Donner kann man sich das anschauen. Bei RTV, ich glaube, es war die erste Sendung, so ein oranger Hintergrund im Regionalfernsehen in Oberösterreich, habe ich das geschildert, wie das ablaufen könnte. Das ersparen wir uns hier jetzt. Ja. Aber
es gibt inklusive Bewegungslinien einen nachvollziehbaren Plan, sagen wir mal so, den man generalstabsmäßig durchführen könnte, wenn man will. Und ich denke, die Palästinenser sind nicht so blöd, wenn man sie gerne hinstellt. Das heißt, diese Form der Terrorführung wäre eine Abnutzung von Israel, ohne dass alle Staaten an einem direkten Krieg teilnehmen würden. Und das wäre nicht jetzt vom menschenrechtlichen Sicht, bitte mich verstehen, ja, also nicht von der Menschlichkeit her, sondern von der Kriegsführungssicht her, die vernünftigste Vorgehensweise. Die effizienteste zumindest. Und das könnte passieren. Ich hoffe nicht, dass es passiert, aber wenn es passiert, ist es das Ende von Israel, hundertprozentig. Ich würde sagen, ja, wir hoffen, dass es nicht so weit kommt, dass es sich doch noch alles wieder, die Leute überall zur Vernunft kommen und wir endlich die Leute hier aufwachen und vernünftige Regierungen wählen. Das wird bestimmt sehr helfen. In allen europäischen Ländern geht's ja, wird's ja besser, aber vielleicht nicht schnell genug. Genau, natürlich noch, also Monika Donner auf jeden Fall abonnieren auf YouTube. Du hast ja einen YouTube-Kanal mit vielen interessanten Analysen. Also da auch deine RTV-Auftritte, ja, natürlich auch diese Videoserie mit Thorsten. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Danke. Und ja. Ich trage am 7. Dezember für die österreichischen oder grenznahen bundesdeutschen Bürger, ich trage am 7. Dezember, heuer noch natürlich, in Linz vor und am 14. Dezember in Alt-Lenkbach, das ist im Wienerwald, also relativ nahe bei Wien. Wer Interesse hat, Telegram-Kanal Monika Donner, Facebook, kann man das nachschauen oder vielleicht bist du so lieb und kannst die Flyer einblenden, das wäre so nett. Dann sind dort auch mehr Leute dort. Ich weiß, es ist die Weihnachtszeit, ja, aber ich denke, Kriegsursachenforschung ist wichtig, denn ohne Kriegsursachenforschung gibt es auch keinen Frieden. Und Weihnachten ist das Fest des Friedens, also sollte man sich gerade zu Weihnachten anschauen, was ist die Ursache von Kriegen und wie kann man sie verhindern? Und ich bin mir sicher, dass ich auch Lösungen bereits erarbeitet habe, die, wenn man will, umsetzbar wären. Die Frage ist nur, ob der Wille da ist. Und ich hoffe nicht, dass jene in der Überzahl sind, die nur durch extremen Schmerz und durch extremes Leid lernen, sondern dass jetzt schon genug Leid passiert ist, sodass es zu einer friedlichen Lösung kommt und wir uns damit nicht nur den Leuten vor Ort das Leid ersparen, sondern auch jenes, das in Europa auf uns noch zukommen könnte. Also ich persönlich habe keine Angst. Also mein Puls bitte ist ganz, ganz ruhig, weil ich sowieso gut ausgebildet und vorbereitet bin. Aber ich denke, es ist die Aufgabe jedes Offiziers, und da bin ich im Herzen immer noch, zuerst einmal zu verhindern, dass es zum Krieg kommt. Und dieses Gelöbnis habe ich ernst genommen. Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, was ja du eigentlich immer als allererstes predigst, kann man sagen, ist natürlich, dass die Leute das mit dieser Herzplantheorie, dass sie das endlich mal in der Mehrheit verstehen. Ich glaube, das wäre schon, wenn das geschafft wird, dass die Leute das mal verstanden haben, dann wäre schon ganz viel gewonnen. Da kann man ganz einen leichten Satz sagen. Liebe Leute, hausfrauenfreundlich, ja, also das soll keine Abwertung sein. Hausfrauen, ist ein vollwertiger Job, wenn man es richtig macht, ja. Aber hausfrauenfreundlich aufbereitet, streiten sich zwei, freut sich der Dritte, nämlich der unredliche Dritte. Das ist der dafür sorgt, dass zwei streiten oder einen bestehenden Konflikt verstärkt. Wurscht, ob das in der Nachbarschaft ist, der Herr X und die Frau Y, oder ob das Russland und Deutschland ist, oder in dem Fall Israel und Palästina. Es geht um Spaltung. So einfach ist es. Und das wird dann alles sehr komplex formuliert, aber die Aufgabe von uns, du bist ja auch Akademiker, Johannes, die Aufgabe von uns Akademikern ist ja, dass wir komplexe Sachverhalte durchschauen und die Muster und Ursachen so erklären den Leuten aufs Einfachste heruntergebrochen, dass jeder verstehen kann. Ich hoffe, das ist in dieser Sendung passiert. Genau. Okay, dann vielen Dank und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald. Danke, lieber Johannes, für dein Wirken und für diese Sendung. Sehr gern. Ich danke dir natürlich auch. Tschüss. Tschüss.